So, und damit ein Heyho und herzlich willkommen hier zurück zu Tales of Zestiria. Wir sind gerade dabei im Thron von Arturius Heldalf zu finden, beziehungsweise erstmal hier diesen Thron von Arturius zu erkunden. Und dadurch müssen wir durch 4 verschiedene Türme, die wir ja, ne, 2 haben wir schon abgeschlossen, 2 stehen noch vor, beziehungsweise dann müssen wir uns noch widmen. Und ach, einmal hier kurz am Rücken gekratzt, weil es gejuckt hat, und dann gleich mal weitergesprungen zum dritten Turm. Ich meine, wir haben bisher den Feuer und den Wind. Okay, das ist eindeutig Erde. Ne, weil wir müssen hier mit Erde halt die Steine wegkloppen. Das ist ja wohl mehr als verständlich, dass wir hier dann den Erdturm haben. Wikingerhut. Ein Hut, den Piraten bei der Plünderung von Schiffen auf hoher See trugen. Er ist knifflig aufzusetzen. Doch nach ein paar Landgängen haben sich die meisten daran gewöhnt. Da kurzer Zwischen-Fun-Fact: Wikinger und Piraten, auch wenn sie oft ähnliche Beschäftigungen hatten, sind zwei unterschiedliche, ja, Arten von Menschen. Ne? Wikinger sind nordische Plünderer, die aber auch dementsprechend viel mit ihren eigenen Dorf hatten und von dort aus dann halt mit den diesen Drachenschiffen, wie man es so schön nennt, Drachenlangbooten, auf Plünderfahrt gingen. Wobei Piraten ihre, ich sag mal, 90% ihres Lebens auf hoher See verbrachten und normale Segelschiffe dadurch hatten und dementsprechend natürlich viel in der Karibik auch zu finden waren. Also da hat das ein bisschen, ne? Hat sich das ein bisschen wohl, ne? Überlappt. Ist auch geil. Für Savit, unserem Wind Seraphim, ne, ist zwar schön und gut, Angriff plus, ne, doof mit Atem minus, ne, aber dann zweimal an Wasserangriffskraft plus 10 ist ein bisschen uncool, weil er ist ein Wind-Seraphim und nicht, ein Wasser-Seraphim. Also das ist ein bisschen, Da bin ich eh allgemein so der Meinung, das hätten sie ein bisschen besser, ja, ein bisschen besser hinkriegen können. Diese Sachen ein bisschen, ne, zu sagen, okay, die Sachen sind nur für Savit, beziehungsweise, ne, Dings, der davor war. Dann würde ich sagen, krieg's auch kein Wasser, sondern eher Wind. Attribute. Und was Layla angeht, Feuer. Was Mikleo angeht, Wasser. Und was Edna angeht, dann Erde. Ne? Nicht querbeet. So. Nächster. Und wir haben hier... Okay, Wasser und Erde ist da. Das ist natürlich uncool. Dann nehmen wir... Nehmen wir mal kurz sie. Und du holst dir mal Layla ran. So. Und ja, auch wieder 50.000 circa. So.
Fuck, fuck. Oh, oh. Tiger Blade, let's keep it up. Sonic Blade. Raging Tide, my gathering blade. Strike, still ordained. It's your over. Thing. Gonna feel the burn. December. Radiant heat. Magnetic field. Yeah. Geo Blade Bang. Gale Force. Green Flasher. Come. Glimmer Dragon. Mighty Tiger Blade. You may feel the blade bang. Er kriegt ja echt kaum Schaden. Okay. Glaube da firm. So, erstmal mystische Art von Wind. So. Ah, 30.000. Fuck. So. Das wollte ich gerade machen. Wie geil, dass ich wechsel drauf und genau das dann macht sie das, was ich eigentlich auch machen wollte. Autsch. So. Fuck. So, komm. Wir haben... Ja, guck mal. Wir haben schon ordentlich was runter. 18.000 hat er noch. Zack, zack, zack. Red, carve my path. Shield me. Strike. Red, hear my wings. Not yet. Eyes on the prize. Race my enemies. My enemies. Not this time. Here goes. Spiral and shards. Ouch. How careless of me. Vanish. Vanish me out. Strata shield. Ray destruction. Break through. Deep squall. Strike. Red. Dark star. Burning shard. Bam. Torrent speed, carve my path. Burn. Bam. Torrent speed, dark star. Bam. No escape. Violent projection. Torrent speed, carve my path. Bam. So. You feel it? So resonant. Fuck. Tiger blade. Let's keep it up. Sword rain. Gonna feel the burn. So. Tiger Blade. Let's keep it up. You may feel it. Sonic Blade. Stay in your guard decay. Blade Bang. Take this. Yeah. You're gonna get bit. Go. Yeah. Vengeance Bang. Earth Dragon Bang. So. Komm schon, wir haben noch 5.000. Be gone. Help me. Magnetic fields. Geo Sting. Blade Scatter. Gonna feel the burn. Blade Bang! Radiant Heat! Radiant Heat! Fuck. Let's keep it up! You may feel a slight numbness! Sonic Flurry! Guard Decay! Go! Blade! Tiger Blade! Let's keep it up! Careless of me! Lord of Fire! Sonic Flurry! Lion Tail! Ground Fire! Gale Force! Breakthrough! Tiger Blade! From the Tiger Blade! Come! Komm. Ja. Und damit haben wir wieder ein Level Up für alle. Ein Schirm haben wir bekommen. Für Erdner einen neuen Schirm.
Ja, ich würde sagen, nein. Einfach mal nein, ne? Genau, zerstörter Schirm, getränkte Kugeln natürlich. So, damit haben wir den dritten Turm. Puh, das heißt, uns fehlt eigentlich nur noch, warte mal, Erde haben wir, Wind haben wir, wir haben Feuer, das heißt, Wasser fehlt uns eigentlich nur noch. Unseren Wasser, ja, den Turm für Wasser, für Mikleo. Das heißt, ne, gucken schnell rein, schnell mal holen. Rührkuchen nehme ich gerne. So, ab zum vierten Turm. Aber erstmal hier rechts lang. Zack. Lass mich. Zack. Und hier. Komm. Melonengummi. Stupid is as stupid does, they say. Tiger Blade! Earth Dragon Bang! Let's get him! Okay. Ich sehe schon. Ich mach gegen die herzlich wenig Schaden. Zack. Ready, everyone? I command thee. Serpent of Water! Blade Bang! Let's run! So. Nicht wundern, ich nimm. Ne, ich kämpfe nicht gegen jeden. Weil ich dementsprechend weiß, okay, gegen die kriege ich eher schlecht hin. Oder gegen die komme ich gut an. Hoppala. Und hab. Und einmal rums. Kurz rein und wieder raus, denn ich wollte mal gucken, ob wir hier drüben, was wir hier drüben haben. Ah, okay, das ist die Abkürzung zum Hauptgebäude wieder. Gut zu wissen. Das ist hier, genau, hier hinten waren wir ja schon als erstes rausgegangen. Das war zum Hauptgebäude. Wow. Ready, Mikleo? So viel dazu. Tiger Blade. Let's keep it up. Sword Rain. So. Tiger Blade. So. Let's keep it up. Sword Rain. So. Schön. Ah, schade. Lässt du wohl Edna in Ruhe? Zack. Genau, nächster bitte. Zack, 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 zack. So, danke. Das ist Erfahrung, die ich schön brauchen könnte. Okay, wir sind. Wow. Einem interessanten großen Raum. The weight is almost the worst thing. I'm starting to feel very uneasy about this. Ei. Wir sind ziemlich weit oben. Aber mir fehlt noch ein Türmchen. Irgendwie. Hey, didn't I tell us to keep our chins up? Doesn't do any good to speculate. You're right. Irgendwie fehlt mir hier noch ein Türmchen. Das ist noch ein bisschen komisch, dass hier mir noch ein Türmchen fehlt. You're there, aren't you? Guck mal, Norman, mal wieder. Gesamtschaden von weniger als 40, 400 wird aufgehoben. Okay. Ah, brauchen wir sowas eigentlich überhaupt? Nur mal so ganz doof gefragt. Brauchen wir sowas überhaupt? Ach komm, kriegt sie auf ihren Plop-Ring. Und ansonsten ist hier soweit erstmal nichts.
dass wir gleich wieder raus können. Wenn What's that? Oh, doch noch was. Ah, hier. Ein Hort von Ritualschwertern. Saray, take a look. Ritual swords. Yeah. Looks like this place had something to do with shepherds after all. There used to be a great many shepherds. If only some of them were still walking this earth. Right. But history is history, and it's put us here now. You, me, everyone. True enough. And don't forget, every moment we live is also part of history. Then we better do what we can not to disappoint our future selves. Yep. After all, the future's filled with jerks like me who hold the past to an impossible standard. Ha! Criticize this, you jerks! Genau. Nimm das, ihr Idioten. We're here to purify them, but they still hurt. Nervigen Mistviecher. Diese nervigen Mistviecher. Ich weiß, man sieht manchmal nicht viel, aber hey. Zack, zack, zack. Oh nein, das wollte ich jetzt nicht. Egal. Aber diesmal hatte ich die Taste nicht gedrückt. Ich glaube, ich habe noch den Dings drin. Das kann natürlich sein, dass ich noch diesen Kampfdings drin habe. Das kann natürlich dann sein. Hop. So. Ah, jetzt komme ich auch zum vierten und letzten Türmchen hin. Nachdem ich kurz hier den Elefanten ausgetrickst habe. Und dementsprechend hier lang. Hi, Spinnchen. Ich will nur deine Truhe. Die Maronen. So. Zack. Okay, das hatte ich befürchtet. Muss außen rum. Okay, Mammuts. Tiger Blade! Let's keep it! Its size speaks for itself. It's ferocious too. Komm. Don't let your guard down. Try not to get sucked in. Let's get out of here! Unnötige Kämpfe kann man wirklich hier manchmal auch Gott sei Dank aus dem Weg gehen. So, der vierte Thronsaal. Der vierte, ja, Bereich. Vierte Turm, wenn man so nehmen will. Ein Haarband und ein Beuteding. Okay, das geht ja noch. Ne? Die gehen ja noch. So, kurz mal verteidigen. Zack, zack. So, nächster. Zack, zack, zack. Sonic Flurry! So. Okay. Und raus hier. Und weiter raus. Und nach oben. Nach oben. So. Oh. Das wäre beinahe schief gelaufen. Denn das Auge hätte mich natürlich jetzt dementsprechend zurückgeworfen. Ne, hier. Zack. Wusch. Plump. Ne? Okay. Aber ich würde sagen, wir beenden hier an dieser Stelle diesen Part. In der nächsten Folge werden wir dann morgen hochgehen,
den vierten Turm machen und dann Richtung Heldalf abtigern. Tigern. Und dementsprechend, ja, hoffentlich ihn dann auch besiegen. Also, seid gespannt, schaltet morgen wieder ein bei Tales of Zestiria.